Früher war es üblich, dass der Kraftfahrer zum halben Kraftfahrzeugtechniker ausgebildet wurde. Das ist heute nicht mehr so. Die technische Wartung des Fahrzeuges überlässt man den geschulten Kräften des Kraftfahrzeughandwerks. Was vom Fahrer und Halter noch verlangt wird, ist ein Mindestmaß an Wissen über die technischen Einrichtungen des Kraftfahrzeuges, damit er dessen Verkehrssicherheit überwachen kann. Halter und Fahrer sind nämlich für den verkehrssicheren Zustand des Fahrzeugs gleichermaßen verantwortlich. Sie dürfen sich nicht auf die Zwei-Jahres-Kontrolle des TÜV verlassen. Wenn irgendetwas die Verkehrssicherheit des Wagens oder Kraftrades beeinträchtigt, müssen Sie es in Ordnung bringen lassen. Hinzu kommt, dass auch die Betriebssicherheit, also die Versorgung mit Kraftstoff, Öl, Kühlwasser, Luft für die Reifen und Elektrizität für die Zündung, jederzeit gewährleistet sein muss. Lassen Sie sich durch unseren Film über das weite Gebiet der Verkehrs- und Betriebssicherheit informieren. Der technische Zustand des Kraftfahrzeuges findet seinen Ausdruck in den Begriffen Verkehrs- und Betriebssicherheit. Die Sicherheit des Fahrers, der Mitfahrer und die Sicherheit anderer ist davon abhängig. Für diesen verkehrssicheren Zustand sind Halter und Fahrer gleichermaßen verantwortlich. Kein Fahrzeughalter darf eine Fahrt mit einem verkehrsunsicheren Fahrzeug zulassen oder anordnen. Und der Fahrer darf das verkehrsunsichere Auto nicht benutzen. Übernehmen Sie als Fahrer ein Kraftfahrzeug, müssen Sie es also auf Verkehrs- und Betriebssicherheit überprüfen. Zum Beispiel die Profiltiefe der Bereifung muss über die gesamte Lauffläche mindestens 1 mm betragen. Achten Sie bei der Sichtkontrolle auch auf Beschädigungen und vergessen Sie den Ersatzreifen nicht. M- und S-Reifen für den Winterbetrieb sind nur für bestimmte Höchstgeschwindigkeiten zugelassen. Ein Schild mit der Angabe dieser Höchstgeschwindigkeit muss vorschriftsmäßig im Blickfeld des Fahrers angebracht sein. Die vorgeschriebenen Beleuchtungseinrichtungen müssen auch am Tage betriebsfertig sein. Sie dürfen nicht verschmutzt oder verdeckt sein. Kontrollieren Sie Standlicht, Abblendlicht und Fernlicht. Das gleiche gilt für die Heckbeleuchtung. Ein guter Kraftfahrer muss sich auch einmal selbst helfen können. Zur Vorsorge sollte ein kleines Sortiment von Ersatzglühlampen vorhanden sein. Von der Funktionstüchtigkeit der Bremse hängt Ihr Leben ab. Beachten Sie bei der Überprüfung die Länge des Bremspedalweges. Der Leerweg, das sogenannte Spiel, darf nicht größer als ein Drittel des Gesamtpedalweges sein. Dann müssen Sie den kräftigen Widerstand des Bremsdruckes spüren. Tritt dieser Bremsdruck erst nach Pumpen mit dem Bremspedal ein, ist das Fahrzeug verkehrsunsicher. Es befindet sich Luft in der Hydraulik. Um das Eindringen von Luft in das hydraulische Bremssystem zu verhindern, muss im Ausgleichbehälter stets eine ausreichende Menge Bremsflüssigkeit vorhanden sein. Überprüfen Sie die Wirkung der Bremse bei langsamer Fahrt. Bemerken Sie dabei, dass sich das Lenkrad nach einer Seite hin wegdrehen will, wirkt die Bremse einseitig und muss instand gesetzt werden. Die Handbremse soll schon nach kurzem Hebelweg fest angezogen sein. Ein seitlicher Schlag gegen den Hebel überprüft, ob die Handbremse fest bleibt. Die mechanischen Teile der Lenkung unterliegen dem normalen Verschleiß. Lässt sich das Lenkrad mehr als eine Zwei-Fingerbreite bewegen, ohne dass sich die Vorderräder mitbewegen, dann ist das Spiel der Lenkung zu groß und das Fahrzeug kann nicht mehr sicher in der Spur gehalten werden.
Umsichtiges und vorausschauendes Fahren verringert das Unfallrisiko erheblich. Gute Sicht ist deshalb wichtig und das Blickfeld des Fahrers darf nicht eingeschränkt werden. Sämtliche Fensterscheiben müssen sauber und im Winter von Eis und Schnee befreit sein. Benutzen Sie ein Anti-Beschlagtuch, wenn die Scheiben von innen anlaufen. Und regeln Sie die Belüftung entsprechend. Schalten Sie auch die Heizung der Heckscheibe ein. Die im Glas befindlichen Heizdrähte verhindern weiteres Anlaufen. So erhalten Sie gute Sicht auch nach hinten. Bestmögliche Sicht bei Schlechtwetter ist nur möglich, wenn die Wischerblätter nicht beschädigt oder abgenutzt sind. Natürlich muss die gesamte Scheibenwisch- und Waschanlage funktionieren. Der tote Winkel zwischen dem Blickfeld Ihrer Augen und dem Blickfeld der Spiegel kann dadurch verkleinert werden, indem die Spiegel optimal auf die Sitzposition des Fahrers eingestellt werden. Wird die Sicht durch die Heckscheibe, zum Beispiel mit Kleidungsstücken, verdeckt, so ist ein zweiter Außenspiegel an der rechten Seite des Autos notwendig. Zwei Außenspiegel mit verlängertem Arm müssen angebracht werden, wenn ein Anhänger mitgeführt wird, der breiter als das ziehende Fahrzeug ist. Bei jedem Bremsvorgang verlagert sich das Gewicht nach vorn. Kommt es gar zu einem Unfall, werden die Insassen nach vorn geschleudert und können sich erheblich verletzen. Der Sicherheitsgurt kann Leben retten. Er muss deshalb nicht nur vorhanden sein, sondern auch benutzt werden. Wer sich oder andere gefährdet sieht, darf Schall- oder Leuchtzeichen geben. Zum Beispiel darf außerhalb der Ortschaft der Überholvorgang durch kurze Schall- oder Leuchtzeichen angekündigt werden. Zu den Signaleinrichtungen gehört der Fahrtrichtungsanzeiger. Damit Sie rechtzeitig und deutlich anzeigen können, wohin Sie fahren, muss das Blinklicht funktionieren. Eine defekte Glühlampe der Blinkanlage macht sich durch besonders schnelles Blinken der Kontrollleuchte bemerkbar. Zuladung muss verkehrssicher verstaut sein. Beachten Sie, dass die Ladung nicht nach vorn über das Fahrzeug hinausragt und seitlich keine schlecht erkennbaren Gegenstände überstehen. Das zulässige Gesamtgewicht darf nicht überschritten werden. Alle Gegenstände gut befestigen, damit während der Fahrt nichts verloren geht. Ladung, die nach hinten mehr als einen Meter über die Schlussleuchten hinausragt, muss vorschriftsmäßig gekennzeichnet werden. Das Warnblinklicht muss betriebsfertig sein, damit Sie es sofort einschalten können, wenn Ihr Fahrzeug liegen bleibt. Das Warndreieck gehört zu den Sicherungseinrichtungen und muss typgeprüft sein, das heißt ein solches Prüfzeichen tragen. Das Erste-Hilfe-Material muss der deutschen Industrienorm entsprechen. Unterlegkeile müssen bei Kraftfahrzeugen über 4 Tonnen und bei Anhängern über 750 Kilogramm mitgeführt werden. Der Straßenverkehrszulassungsordnung entsprechend müssen Kraftfahrzeuge zu einer Hauptuntersuchung, die zum Beispiel beim TÜV vorgenommen wird. Das entbindet den Halter und Fahrer aber nicht davon, die aufgezeigten Punkte der Verkehrssicherheit ständig zu beachten. Vor der Fahrt und während der Fahrt muss der Fahrer außerdem um die Betriebssicherheit seines Autos besorgt sein. Bleibt ein Fahrzeug zum Beispiel wegen Kraftstoffmangel liegen, kann das zu einer vermeidbaren Behinderung, wenn nicht sogar zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer führen. Sie sehen, meist kommen dann noch andere Widerwärtigkeiten hinzu. Wenn jetzt die Polizei kommt, kann es sehr teuer werden. Warten Sie mit dem Auftanken nicht zu lange, dann haben Sie auch für längere Strecken genügend Benzin.
Übrigens, ein Reservekanister kann auch mal einem anderen Kraftfahrer helfen. Zur Betriebssicherheit gehört, dass Wasser für die Kühlung des Motors in ausreichender Menge vorhanden ist, denn die Überhitzung des Motors führt zum Defekt. Vorsicht beim Öffnen des Kühlerverschlusses. Das Kühlsystem steht unter Druck und heißes Wasser kann Ihnen die Hände verbrühen. In der kalten Jahreszeit muss das Wasser mit einem Gefrierschutz vermischt sein, damit das Kühlsystem keinen Schaden nimmt. Das gleiche gilt auch für die Scheibenwaschanlage. Die Ölkontrolle dürfen Sie keinesfalls vergessen. Bei dieser Markierung muss sich der Ölstand befinden. Der Tankwart hilft Ihnen gern bei der Kontrolle und füllt bei Bedarf Öl nach. Diese Ölkontrollleuchte muss nach dem Starten des Motors verlöschen. Sehen Sie auch gleich mal nach dem Keilriemen, der Lichtmaschine und der Wasserpumpe. Damit der Motor immer gut anspringt, muss die Batterie gepflegt und gewartet werden. Dazu gehört die regelmäßige Kontrolle und Korrektur des Flüssigkeitsstandes mit destilliertem Wasser. Bei laufendem Motor wird die Batterie von der Lichtmaschine aufgeladen. Diese Kontrollleuchte warnt, wenn die Lichtmaschine ausfällt, und Sie müssen wissen, dass die Batterie entladen wird und bald leer sein kann. Ein ungepflegtes Zündsystem kostet nicht nur mehr Benzin, sondern führt oftmals zur Motorpanne. Lassen Sie Ihr Fahrzeug regelmäßig warten, dann ist die Betriebssicherheit wesentlich größer. Wenn Sie alle Punkte der Verkehrs- und Betriebssicherheit überprüft haben, können Sie beruhigt losfahren und sich während der Fahrt voll auf den Verkehrsablauf konzentrieren.